Das sieht wirklich aus wie ein Star Wars-Fahrzeug. Könnte auch irgendwie so eine Minenanlage aus Star Wars sein, ey. Schade, dass das tolle Modell nur so kurz zu sehen ist. Moin und herzlich willkommen zurück zu The Crust. Meine lieben Freunde, wir haben die Krustenverarbeitungskapazität in The Crust nochmal gesteigert. Ich habe jetzt nochmal eine weitere Multiregolith-Raffinerie für Krustenmaterial gebaut, damit wir hier unseren Ressourcenausstoß noch weiter erhöhen, damit wir mehr Rohmaterial verarbeiten können. Und ihr seht, es staut sich hier teilweise trotzdem noch auf den Bändern, weil wir hier jetzt das Nadelöhr haben in Form von diesem Splitter hier. Eigentlich könnte man auch sagen, man befüllt diese Anlage hier nur exklusiv mit diesem Band, mit dem Material, was von hier kommt. Und das, die zwei Anlagen hier befüllt man mit dem Material, was von hier kommt. Aber ja, müssen wir mal schauen, weil jetzt muss ich ja auch gleichmäßig verteilen irgendwo. Müssen wir mal gucken. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, weil hier stockt es auf jeden Fall. Hier kommt es nicht schnell genug rein. Das Nadelöhr ist dieser Verteiler hier. Vielleicht noch einen Splitter machen und dann ein unterirdisches Band hier rüber. Könnte man auch machen, dass die Anlage hier noch ein bisschen mehr bekommt auch. Wäre auch eine Idee. Anstatt Splitter könnte da auch noch ein Lagerbehälter hin. Das stimmt, ja, das ist auch richtig. Das könnte man eigentlich auch machen. Der würde das auch noch mal ein bisschen besser verteilen. Würde vor allem auch noch als Puffer fungieren. Warte mal, da könnte man auch gleich mal gucken, ob man auch gleich einen großen macht. Da brauchen wir die Wellbleche, die jetzt gerade noch gebraucht werden für die obere Sache. Wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir uns dieses Spiel reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, kann man eigentlich auch gleich ein bisschen nach hinten nehmen. Die immer am Anfang des Videos rechts um in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier findet und ob ihr mehr sehen möchtet. Genau, und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Ich mache mal ganz kurz hier das Band. Das mache ich mal weg jetzt ganz kurz. Ich weiß, es tut jetzt ein bisschen weh. Das sind diese Umbaumaßnahmen, die man ab und zu mal machen muss, nicht wahr? Das tut ab und zu mal weh. Das zwickt manchmal so ein bisschen, ja. Und dann machen wir hier mal Prio hoch und sagen, Regolith, genau. Und dann lassen wir sie das mal bauen. Ich hoffe, das ist jetzt alles am Start. Warte mal, wie sieht es mit den Ressourcen aus? Wir haben, also modulare Rahmen haben wir genug. Diese Wellbleche sind halt wahrscheinlich am ehesten noch das Problem. Müssen wir mal schauen. Aber dadurch, dass die Prio jetzt hoch ist, müsste es trotzdem klappen. So, dann mach doch mal, genau, den machen wir dann weg, ja. Dann machen wir das Band hier an die Seite rein. Das Band kommt dann hier hinten rein. Das geht dann hier raus und das geht dann hier raus. Dann fungiert dann das Lager als Splitter. Das ist, glaube ich, echt eine gute Idee. Und da ist auch eine sehr hohe Pufferkapazität auch noch drin. Dann kann da ein bisschen mehr Regolith rein. Und das Beste ist, wir können da dann nämlich auch das Regolith noch mit anschließen, was dann oben vom großen Förderer kommt, den wir ja auf der Mondoberfläche dann rumfahren lassen. Apropos Mondoberflächenförderer, wie sieht es da jetzt eigentlich aus? Ah, das Ding hat gerade keinen Strom, der kann gerade nicht scannen, okay. Ah, es ist fertig, warte. Wir müssen jetzt schließen an den Spaß. Der muss jetzt da unten angeschlossen werden. Alles bauen. So, und jetzt, meine lieben Freunde, müssen wir mal ganz kurz was machen, was ein bisschen wehtut. Wir müssen das hier mal wegmachen. Und dann entsprechend das hier unten reinnehmen. Das ist auch etwas teurer, weil das das blaue Band ist. Genau, so, und der Mischer, Mission Impossible, der muss weg. Das müssen wir jetzt mal auch mit blauen Bändern hier mal machen noch. Bauen, so, damit ist das angeschlossen. Ja, da würde ich vielleicht den noch freilassen, weil da würde ich gerne lieber noch einen Eingang dran machen, vielleicht. Und dann lieber hier einen Splitter, weil dann teilt sich das nämlich auf einen Splitter auf. Der ist dann nämlich auch Stufe 4 und das sollte dann eigentlich besser passen normalerweise. Vom Niveau her müsste das besser passen eigentlich. Genau, jetzt kriegen die beide hier nämlich gleichmäßig. Das müsste besser gehen jetzt. Von hier kommt ja da auch noch in den Lagerbehälter auch noch was. Aber ich weiß gar nicht. Die Quelle hier, die müsste auch bald leer. Ja, wobei 17.000. Man könnte den Förderer da nochmal upgraden. Gibt es eine Forschung für 100% Erstattung? Ja, genau. Es gibt eine Forschung für 100% Erstattung, wenn man Förderbänder abreißt. Das ist richtig. Ich weiß aber gerade nicht, wo das war. Das war, glaube ich, entweder war das hier irgendwo oder es war bei Fundamental. Ich glaube, es war sogar bei Fundamental irgendwo. Bin mir aber nicht mehr sicher. Genau, genau, genau. War, glaube ich, das hier. Robustes Schweißen? Nee, keine Ahnung. Irgendwo war das. Irgendwo gab es das. Ich weiß es noch. Irgendwo gab es das. So, wie sieht es mit der Forschung aus? Wir haben sehr wenig grüne Forschung. Wir müssen mal wieder Aufträge machen.
Beziehungsweise, wie sieht es denn jetzt hier eigentlich mit dem, mit der Gerät aus? Der Gerät, oh, da brauchen wir nur noch zwei Komponenten, ja. Dann frage ich mich, wo die bleiben. Weil eigentlich ist nämlich alles davon noch am Start. Hier haben wir die zwei Kontrolleinheiten. Was machen meine Drohnen denn gerade, frage ich mich. Hier müssen wir auch noch einstellen, dass die hier Sachen einlagern können noch. Die müssten da doch jetzt eigentlich mal was machen, oder nicht? Hier müssten doch auch in der... Hier sind 10 Wellbleche. Also irgendwie... Irgendwie wollen meine Drohnen gerade hier nicht die letzten Komponenten reinpacken. Ich glaube, ich muss doch mal die Prio hochdrehen. Einige meinten schon, dreh mal die Prio davon hoch. Scheint wohl notwendig zu sein, weil irgendwie wird es nicht gemacht. Ansonsten muss ich vielleicht auch nochmal wieder speichern und nochmal neu laden, weil es vielleicht gerade nicht als Auftrag bei denen auftaucht. Kann durchaus auch der Grund sein, weil sonst hätte das, glaube ich, schon längst jemand machen müssen. Ah, jetzt hat, glaube ich, jetzt hat da eine Drohne so eine Kontrolleinheit rausgeholt. Und, ah ja, okay, die Kontrolleinheit ist drin, sehr gut. Jetzt brauchen wir noch Wellblecher hier, die Blechdinger da. Komm schon, gib mir Blechdinger. Yes, er wird gebaut, nice. Steht der dann da auch wirklich? Das wäre mal geil, weil den haben wir bisher nämlich immer nur auf der Mondoberfläche gesehen. Den haben wir aber noch nicht gesehen, wenn er fertig ist tatsächlich. Also wenn er wirklich aus der Anlage in Produktion halt rausrollt, so wie er halt auch wirklich ist. Das ist schon ziemlich geil, ja. Bei Ingenieur, zweite Reihe von links. Okay, gucken wir dann gleich noch mit der Forschung halt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Dann können wir das Ding nämlich auch ausschalten, weil das frisst unnötig Energie und brauchen tun wir es ja nur, wenn wir was bauen. Insofern, ja, brauchen wir das ja dann gar nicht. Und da ist er fettig. Wow, er steht wirklich da, Alter. Der sieht ja aus wie irgendein Star Wars Fahrzeug. Guckt euch das an. Guckt euch das dicke Gerät an. Ist das geil designt, Mann. Das sieht wirklich aus wie ein Star-Wars-Fahrzeug. Könnte auch irgendwie so eine Minenanlage aus Star Wars sein, ey. Das ist cool. Schade, dass das tolle Modell nur so kurz zu sehen ist, wenn man das hier produziert und dann schickt man es auf die Mondoberfläche und sieht es nie wieder. Das ist fast schon ein bisschen schade. Ich finde, das sollte hier in meinem Gebiet farmen. Also das sollte hier irgendwo sich hinstellen, damit man die auch mal sehen kann. Es gibt ja hier ganz viel Bereich, der nicht bebaut werden kann. Da kann sich das Gerät ja hinstellen und farmen. Ich glaube, der fährt jetzt auch automatisch direkt von der Karte. Und dann ist er aus, wie er über die Batterien drüber walzt. Geil. Ja, da ist ja nichts. Da fahren wir mal drüber hier über die Stromversorgung. Erstmal alles plattwalzen. Wie so eine Dampfwalze. Einfach mal drüber hier. Schön Schlangenlinie hier noch, Geilomat, okay, ja, das ist lustig. Aber cool sieht's aus, muss man mal genießen hier, schöne Details, ne? Typhoon Bertha! 6 Monate nach der Fertigstellung des Aurora-Raumfahrtkomplexes schlagen Umweltschützer weltweit Alarm! Glacier Melt, was? Gletscher Schmelze? So ein Quatsch, alles Fake News. Bertha. Die Bertha ist wieder schuld. So eine Schweinerei, die Bertha. Die dicke Bertha macht wieder Stress. 12% der Küstengebiete werden von Überschwemmung bedroht sein. Und warum bauen die ganzen Reichen dann in den Küstengebieten ihre Villen? Kann mir das mal einer plausibel erklären, warum die das machen? Wenn das alles weggeschwemmt wird angeblich? So Quatsch. Alles Lügen hier. Ich habe meine Villa auch schon an der Küste gebaut, an der Steilküste, die auch schon anfängt abzubröckeln. So, ist alles Blödsinn. Hier genau, also was sollen wir jetzt da machen? Was heißt das jetzt für mich? Was soll ich jetzt da machen? Gar nichts soll ich machen. Gab jetzt gar keinen Auftrag und nichts. Okay, ist mir auch eigentlich egal dann. Dann soll halt die Erde absaufen. Ich bin eh auf dem Mond. Ich habe hier eh alles, was ich brauche. Und jetzt haben wir sogar noch die Minatoren am Start. Ist doch gut. Zahlt eh die Versicherung. Bin versichert, ist egal. Man muss nur eine gute Versicherung haben, passt das schon. Hier, so, jetzt fährt der hier von der Karte runter, ja, und dann gucken wir mal. Hier, wir müssen jetzt hier mal auch scannen, genau. Hier wird jetzt gescannt, das ist ganz wichtig. Wir brauchen seltene Erden in Rot und wir brauchen Titanoxid in Rot. Da ist Titanoxid in Rot, ich werde ja wahnsinnig. Zwei Fliegen in eine Klapse stecken, kann ich da nur sagen. Dann lass mir den da nämlich gleich hin tingeltangeln, den Minator da. Du kannst mal hier weiter scannen. Denn wenn da jetzt nämlich noch irgendwo noch seltene Erden sind, dann wäre das natürlich mega genial, ja.
Dann können wir den da nämlich platzieren. So, und der. Oder er wartet da einfach. Okay, er kann auch einfach da warten. Ist auch okay. Kam danach nicht der Laserauftrag? Nach dem Taifun? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Weiß es nicht. Nee, der Laserauftrag war auch so eine Breaking News, glaube ich. Aber der kam noch mal später, glaube ich. Aber wir sind jetzt schon, möchte ich mal betonen, im Jahr 83, 2083, hier oben rechts sieht man's. Und es wurde ja gesagt, bei jemandem hätte der Asteroidenauftrag im Jahr 82 getriggert. Also offensichtlich bei mir hat er nicht getriggert. Anscheinend muss man wirklich noch ein paar Missionen, die da vorkommen, noch erledigen anscheinend. Weil ich habe ja zum Beispiel das Frachtterminal auch immer noch nicht besucht. Ja, sieht doch gut aus erstmal. Also die Raffinerie hier, die verarbeitet auch alles. Das sieht sehr gut aus. Vielleicht sollten wir hier sogar eine Prio machen, dass wir sagen, mach mal den Ausgang hier prioritär, dass das Ding erstmal voll wird, bevor die beiden hier was bekommen. Besser wäre es natürlich, wenn der Ausgang hier noch eine Idee schneller wäre, mit einem noch schnelleren Band, dass man beide Ausgänge einfach mit derselben Rate einfach bedienen kann. Wir haben ja noch schnellere Förderbänder eingereiht. Können wir ja an sich auch gleich nochmal hier ein bisschen weiter nach oben ziehen in der Prio. Ist ja nicht verkehrt, nicht wahr? Forschungsgeschwindigkeit ist allerdings ein bisschen ein Thema gerade. Da müssen wir mal schnell mal wieder was machen. Was haben wir denn hier so für Aufträge gerade? Wir haben, das ist hier alles nicht so interessant gerade. Was ist das hier? Ja, schon wieder Regolith wegschaffen? Nee, nicht schon wieder Regolith. Nicht schon wieder das jetzt. Wir müssen jetzt mal was machen, was Geld und Forschung bringt. Wie sieht's denn hiermit aus jetzt? 2000. Ja! Das können wir mal machen, aber sowas von. Hier, nimm eine große, fette Kapsel. Und dann ziehen wir hier den Schiebel. Ah, ne, warte, da können wir sogar eine mittlere nehmen. Die passt genau dafür, nehme ich. Der ist sogar urgent, der Auftrag. Nicht schlecht. So, dann gib mir mal gleich noch einen. Weil hier gibt es ja noch welche. Wir haben auch wieder sehr viel Stahl, ne? Habe ich gerade gesehen. Haben wir denn zufällig auch viel Silizium? Ne, Silizium so gut wie gar nicht. Da müssen wir mal gleich noch gucken wegen der Menge. Haben wir irgendwen, der von uns nur. Ah, wir haben davon auch wieder 118. Das ist natürlich auch nice. Grüne Forschung braucht man ja eigentlich auch. Komm, lass das mal machen. Weil das können wir hier auch mit einer Standardkapsel machen. So, und dann hoffe ich mal, dass wir noch einen finden, wo man ein bisschen Stahl. Ah, hier ist ja auch gleich einer mit Stahl. Das ist doch super. Wie schnell das dann auch geht, ist plötzlich wieder zu viel Stahl am Start, ne? Das ist echt der Wahnsinn. Hier kriegst du noch eine schnellere Kapsel und dann Bamsi, genau. Und dann haben wir drei Aufträge, der Wahnsinn. Nach längerem Suchen habe ich die Info gefunden, was der Grund für den Bug ist. Und zwar liegt es an der Einstellung, die für die Drohnen deaktiviert ist, dass das Einlagern für die Drohnen nehmen sie ihre Arbeit wieder auf. Ach so, dass die Drohnen Sachen nicht abholen aus dem Lager oder was? Oder wie oder was jetzt? Ja, wie gesagt, da muss man gucken. Entweder man hat es halt nicht freigegeben oder die Drohnen haben halt einen Bug gerade und da musst du halt einfach mal dann das Spiel mal neu laden und meistens löst sich das dann schon wieder in Wohlgefallen auf. Dann. So, ich mache jetzt hier mal ein Upgrade für die. Oh, wir haben gar nicht mehr so viel Geld, sehe ich gerade. Eins können wir uns noch leisten. Und vielleicht mal hier die Förderbänder auch nochmal schnell. Oh, was? Urgent Contract? Ja, den kann man eigentlich auch. Ah, ne, kann ich nicht. Haha, ich bin ja schon. Ah, ich habe ja schon hier die maximale Menge hier jetzt. Mehr Schmelzen bauen. Ne, die vorhandenen upgraden. Noch einmal. Es ist sinnvoller, wenn du das Geld hast, die vorhandenen Schmelzen zu upgraden, anstatt neue dazu zu bauen. Weil neue Schmelzen verbrauchen CPU-Kapazität. Mehr CPUs verbrauchen Strom. Und natürlich auch spezielle Baumaterialien, die du auch erstmal haben musst. Also brauchst du da auch wieder Geld für am Ende, wenn du sie nicht produzieren kannst. Und dann neue Öfen, die du dazu stellst, brauchen auch wieder Energie. Das heißt, du musst auch wieder neue Energieproduktionsanlagen bauen für deine CPUs und für deine Öfen, die du gerade gebaut hast. Wenn du die Öfen einfach nur upgradest, verdoppelst und verdreifachst du die Kapazität zur Verarbeitung, ohne dass du Ressourcen reinstecken musst. Ohne dass du Strom reinstecken musst, es wird einfach verdoppelt und verdreifacht und dir das andere Kram, der bleibt alles gleich. Und das ist viel geiler so. Und deswegen ist Upgraden immer besser als neue Anlagen dazu bauen. Immer. Auch wenn es teuer ist, ist egal. Dann hast du halt Geld. Geld brauchst du eh sonst für nichts eigentlich. Ist eh wurscht. Aber eine Schmelze tut nicht weh. Ein Upgrade tut auch nicht weh.
So ist das halt, ja. Du musst halt eher immer auch gucken, dass die abgegradeten Anlagen auch immer schön versorgt werden mit allem. Das ist viel wichtiger noch. Dass da nicht irgendwie ein Band, irgendwie ein Nadelöhr ist und dass dann eine Anlage nicht genug bekommt, so wie die Raffinerien teilweise. Da muss man dann sehr hinterher sein, dass das nicht irgendwie dann, dass das nicht sich aufstaut nach hinten. Hier müssen wir jetzt zum Beispiel eher gucken mit der Bandgeschwindigkeit. Ich muss schauen, dass wir hier mal die vorher gelagerten Bänder mal hier noch ein bisschen schneller machen. Also hier an der Stelle ist es, glaube ich, sogar wirklich zu langsam. Das hier, das kann auch schneller sein, definitiv. Genau. Dass da schneller die Sachen hier nach hinten durchrutschen. Kostet allerdings natürlich auch Geld. So, wie schaut's aus hier oben? Kontrakt abgeschlossen. Okay, der dringende Kontrakt ist schon mal durch. Nee, ist er nicht. Moment, der wird gerade noch gemacht. Was macht die Untertagebohrung für Titan? Das ist eine sehr gute Frage. Aber ich hatte Geld für die Upgrades. Warte mal, wo war das jetzt? Ach, das ist immer so blöd, die Quellen wiederzufinden, wenn man die... Es war hier hinten irgendwo, glaube ich, oder? Wir hatten uns da durchgegraben zu einer Titanquelle irgendwo. Hier! Ja, hier, okay, warte, die... Ja, die müssen wir mal mit einem Minator versorgen hier. So, da haben wir das Geld bekommen, was uns hier unser Förderband finanzieren wird. Das ist schon mal gut. Ja, das können wir ja da jetzt einfach mit reinfriemeln hier. So, Stromo brauchen wir noch. Genau, sehr schön. Nice, nice. So, das war jetzt mal kein Update drauf, weil die Dinger sind, das ist ein sehr kleines Deposit. Da müssen wir jetzt nicht so eine riesen Menge rausholen in so kurzer Zeit. Das ist eher Verschwendung jetzt, genau. So, wie sieht es mit unserer Förderei jetzt aus hier? Wie sieht es denn aus? Okay, wir haben seltene Erden hier an der Stelle und wir haben, hier haben wir jetzt eine rote Stelle mit Titan. Fahr mal hier hin und scan mal hier unten. Ich will mal wissen, was hier so ist. Warte mal, wir können den natürlich schon die Basis verlassen lassen. Genau, und dann können wir den mal schon so ein bisschen in die Richtung fahren lassen. Der soll jetzt da noch nicht abbauen, aber ich will erst mal wissen, ne, wenn das gescannt wurde an der Stelle, kann man mal gucken, was da ist. Genau, und dann, warte mal, halt, was ich gesagt habe, sollte ich auch machen, denn ich wollte eigentlich das hier, das wollte ich jetzt eigentlich abschalten. Denn das müssen wir nicht laufen lassen, das kostet uns nämlich 100 Strom, völlig sinnlos für nichts. Und die Anlage, die fährt ja auch so, genau. Das ist ja nicht auf das Gebäude angewiesen, das ist ja nur zum Bauen, genau. Dann sparen wir uns nämlich Energie und Energiesparen ist immer wichtig. Rover geben übrigens auch dauerhaft Forschung. Das stimmt idealerweise auch, wenn sie nicht immer an derselben Stelle stehen. Also, wenn man diesen Rover rumfahren lässt, dann kriegt er mehr Forschung, als wenn er einfach nur an derselben Stelle rumsteht. Das ist tatsächlich so. Oh, wir haben keine seltenen Erden mehr. Es könnte vielleicht langsam an der Zeit sein, dieses sehr ungezielte Rumfahren beim Scannen lieber jetzt erstmal zu beenden und einen von den, also diesen Minator, diesen großen, lieber erstmal dahin zu packen, wo sehr viele seltenen Erden rauskommen, weil irgendwann wird es so sein, dass wir hier die lokalen Sachen, dass die nicht mehr ausreichend sind und dann haben wir ein Problem. Aber das ist jetzt hier nicht das Problem, dass die hier bei den seltenen Ehrenraffinerien das hier nicht mehr einlagern, oder? Nee, das ist okay. Genau. Die haben ja gerade andere Sachen zu tun, glaube ich. Bau doch welche, brauchst eh eine Fabrik für kleinere Fahrzeuge für einen Transporter zum Holen. Ja, ich kann die mir auch einfach kaufen, ne? Auch da kann ich einfach Geld benutzen und die mir einfach schnell kaufen. Da brauche ich keine Fabrik, brauche ich wieder keine Rohstoffe investieren für die Fabrik. Ja, weil ich meine, warum soll ich mir eine Anlage bauen zum Bauen, wenn ich auch kaufen kann einfach? Also in dem Fall, gerade man kauft sich ja jetzt nicht jeden Tag einen Rover, also würde ich sagen. Das halte ich für schlauer, einfach Geld zu nehmen. Dazu muss man natürlich Aufträge machen, Spielwehr. Dazu müssen wir Aufträge machen und wir müssen eh auch permanent Zeug rausballern hier. Ich meine, ich habe viel zu viel Stahl. Platten gehen jetzt auch exorbitant viel raus hier. Können wir gleich mal machen. Ja, hier so, bam, zacka, bam. Ja, da braucht man eine mittlere, genau, Sendi. Und dann hier nochmal gucken. Was haben wir denn hier? Wir brauchen mal Sachen hier, was sind das hier? Ja, nee, das reicht nicht. 7000 Beton, ja, das ist ein bisschen zu krass, aber das hier könnte gehen. Ja, das geht definitiv. Das geht. Und draußen wird wieder geböllert, für alle, die sich fragen, was da eigentlich los ist. Alles gut, ist nur Berlin. So, hier, genau. Zack. Und dann. Zack. Nice. Okay. Noch ein Auftrag.
Noch ein Auftrag, noch ein Auftrag. Wir haben hier ja noch andere Sachen. Wir haben hier zum Beispiel. Also wir müssen auf jeden Fall Stahl loswerden. Das hier wäre ja mal eine Idee, ne? Aber da haben wir echt nicht genug Silizium. Ich glaube, ich muss wirklich den Siliziumausstoß noch weiter erhöhen, indem ich einfach Upgrades mache und das Silizium, den Silizium-Output steigere. Machen wir jetzt das hier noch. Was? Das ist für ein Ding zu viel. Oh Gott, okay, warte, dann. Ja. Das ist auch so lustig, ne? Da müssen wir zwei Kapseln nehmen für 10 Einheiten nochmal. Doch bescheuert. Naja, egal. So ist es eben. Da kommen sie. Wenn du mal 3 Millionen auf dem Konto hast, sage ich dir, wie du Geld drucken kannst. Voraussetzung ist die Handelsforschung. Ich kann mir schon denken, wie du das meinst. Es ist, glaube ich, Import und Export, weil du kannst, glaube ich, wenn du clever importierst mit niedrigen Preisen, kannst du dasselbe dann später zu höheren Preisen wieder exportieren und kriegst dann irgendwann dadurch abartig viel Geld. Ist halt natürlich, musst du halt dann immer auf dem Zettel behalten, natürlich mit den Preisen, ne? Genau, warte mal, ich will mal in die Forschung gucken. 11 Tage noch bis zum Batterie-Optimization-Upgrade MK2. Das ist schon mal gut. Dann haben wir noch mehr Batteriekapazität. Und das ist immer nicht so schlecht. Wie sieht es denn eigentlich mit unseren Baumaterialien so aus? Oh, wir können mal wieder was aus Duranium herstellen. Wie sieht es denn aus mit noch einem RTG? Warte mal. Ja, warum nicht? Guck mal, wir haben doch noch alles dafür hier. Wie? Ach, hier kann man nicht mehr bauen, oder was? Ah, toll. Das ist manchmal echt ein bisschen nervig, dass das Baugebiet teilweise so eingeschränkt ist, muss ich mal sagen. Weißt du was? Wir bauen einfach gleich noch einen hin. Ich möchte ein bisschen mehr von diesem stabilen, nicht flatterfreien Strom haben auf meiner Karte. Das ist schon nicht verkehrt, zumal wir das jetzt ja auch schön geupgradet hatten nochmal. Das ist ganz wichtig. Guck mal, und da wird eingeladen. Das ist sehr einladend hier. Beton ist schon drin. Da die 7 Stahleinheiten ist auch geil. So, der ist weg. Das müsste jetzt auch schon der Auftrag hier gewesen sein, eigentlich. Der müsste damit abgeschlossen sein. Da können wir gleich noch einen annehmen. Wie schaut es mit der Mondoberfläche aus? Oh. Oh, das ist gut hier. Was, was, was? Moment. Auftrag, jawohl, 49.000, sehr schön. Du hast gescannt, dann bewegst dein Popo doch mal noch nach da unten am besten. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir jetzt ein rotes Ding für seltene Erden. Leider ist da kein Titan an der Stelle. Hier hinten haben wir eine rote Stelle für Titan. Da ist halt gar nichts sonst. Also das heißt, wir haben da zwar eine hohe Konzentration von seltenen Erden, aber dafür halt nichts anderes. Ich hätte gerne wenigstens zwei Materialien in einer roten Konzentration übereinander. An der Stelle, wo ich den Minator verwende. Oh nein, jetzt hat er keinen Strom mehr. Mist. Hätte ich gerne in der Combo, weil das wäre schon praktisch. Aber ich glaube, wählerisch darf ich dann irgendwann auch nicht mehr sein, tatsächlich. Das war Alu. Oh, ups. Hab ich, ja, stimmt, ich habe da oben mal Aluminium geguckt. Guck mal. Stimmt, das hier ist eigentlich das, was wir suchen. Aber es überschneidet sich auch jetzt nicht so wirklich. Ist schon sehr auffällig, dass in den großen Lücken von Titan, dass da dann eher die seltenen Erden vorkommen, ne? Wenn man das jetzt so hin und her switcht. Ist schon irgendwie so. Naja, egal, so ist es halt. Kontrakt in 20 Tagen, ja. Und beeilt euch mal hier. Brauchen die denn hier so lange? Meine Drohnen. Alter, 2300 Beton, Junge, Junge. Ich glaube, ich muss wirklich mal wieder so ein Tausender an Beton raushauen. Oder noch ein Lager dazustellen. Warte mal, stimmt, wir können ja da noch ein Lager hinstellen. Warte mal, wo war denn das jetzt hier? Da ist es. Hier, mach mal noch so ein Querlager da noch mit davor hier jetzt. Also, ja, kannst du auch gleich so machen. Ist auch eigentlich wurscht, wie du das machst. Hauptsache, du machst das eigentlich. Dann kannst du auch gleich mal hier so ein schnelleres Band dafür nehmen. Auch. Und dann stellst du hier ein, Beton, genau. Und dann stellst du da noch ein, dass sie das reinpacken können. Sehr gut, da haben wir Zeug gekriegt. So, mehr Geld wird gebraucht. Mehr Geld wird gebraucht. Der Auftrag bringt hier noch Geld. Wir machen gleich noch einen nächsten. Wir brauchen Geldaufträge. Und wir müssen Beton loswerden.
Beton, Beton, Beton. Das sieht doch gut aus hier. Aber das ist auf dem Mond. Nee, warte mal, das dauert immer so lange. Da müssen wir jetzt schon gucken, dass wir einen machen, der auf der Erde stattfindet. Das ist gut hier. Das können wir mal machen. Das können wir raushauen hier. Dann nimmst du die schnelle Kapsel und dann ist gut. Genau. Bam! Denk dran, die erste Laseraufgabe braucht 3000 Beton und Stahl. Bei unserer hohen Produktionsmenge für Stahl und Beton mache ich mir über die erste Stufe der Laserkanone die wenigsten Gedanken. Die meisten Gedanken mache ich mir eher um die High-End-Produkte, die du dann später in den späteren Stufen noch brauchst. Das wird eher lustig, glaube ich, was das angeht. Da müssen wir dann zusehen, dass das passt. So, jetzt sind sie hier natürlich wieder nicht am Bauen, weil sie natürlich jetzt wieder andere Sachen vorhaben. Weißt du, ja, sollen sie erstmal den Auftrag machen, das ist jetzt eh wichtiger. Geld brauchen wir. Genau, genau, genau. Wie sieht denn das alles hier so aus mit dem Zeug? Das sieht eigentlich auch gut aus. Ja, sie kommen halt nicht dazu, hier hinten die Sachen zu bauen, weil sie halt wieder nur zu tun haben gerade. Mit dem Verladen, Beladen und Entladen. Also ist es eben. Oh, was? Da wurde Geld abgezogen. Habt ihr das gerade gesehen? Für was wurde da gerade Geld abgezogen, frage ich mich. Ich wurde abgezogen. Gibt's ja nicht. Finde ich denn das? Finde ich denn das? Sauerei. Warte mal. Hier wird gleich was erforscht. Was ist das? Batterie-Upgrade, genau. Kolonistenmiete. Was? So viel Miete zahle ich für meine. Warum zahle ich eigentlich Miete dafür, dass die bei mir wohnen? Das ist ja auch eine Schweinerei. Eigentlich muss es doch bei dem Wohnraumangebot, bei dem knappen andersrum sein. Da müssen die doch eigentlich Miete bei mir zahlen, dass die bei mir auf dem Mond wohnen können. Gerade wenn man sich mal anguckt, was auf der Erde alles los ist. Was ist denn jetzt los? Also ist er hier irgendwie ins Fenster gekommen. Gerade wenn man sich mal anguckt, was auf der Erde alles los ist, müssten sie mich eigentlich dafür bezahlen, dass sie hier wohnen können. Schweinerei, ja. Aber es ist voll ungefähr alles. Gibt's auch alles nicht hier. Kann ja halt nicht wahr sein. Hier alle eine Paralleldimension hier. Guck mal hier, 80.000 für Urban Infrastructure. Urban ist immer gut, Karl Urban. Dann schicken wir das mal dahin und machen das da eine normale Kapsel draus, genau. Bam. Brauchen Zeug. Oh, hier staut sich das. Warte, wir müssen die Öfen hier upgraden noch. Wir brauchen Dreier. Und hier noch ein Zweier, da ist noch ein Zweier am Start, der noch nicht am Start war. Hier ist auch noch ein Zweier, der noch kein Zweier war. Das gibt's ja nicht. Dann kein Wunder, dass hier nicht genug Silizium reinkommt. Oh, das große Lager ist auch schon leer gelaufen. Das ist ganz schlecht, wir brauchen mehr Zeug da. Hier, genau, genau, genau. Kohle, Zeug erhalten, genau. Hier, mehr. Nee, warte, wir lassen erstmal alles, Habe ich jetzt schon aufgetragen? Ressourcen senden, habe ich schon gemacht? Ja, habe ich schon gemacht, okay, gut. Da müsste auch eine stehen. Ja, da steht auch schon eine. Ja, jetzt machen sie das hier hinten. Kommt in Berlin öfter vor, dass man abgezogen wird. Ja, kommt öfter vor, ja. Soll vorkommen. Ist mir aber noch nicht passiert. Dreimal auf Holz geklopft. Kann ja auch nicht. Du sitzt ja nur vor dem PC und zockst den ganzen Tag. Ja. Oh Mann, ey. So, hier. Alle reinladen. Ich brauche meine RTGs hier. Ah, da wird da gebaut. Natürlich wird erst der gebaut und nicht etwa der hier. Oh Mann, ey. Okay, der andere wird auch gebaut. Haben wir gesagt. So, dann haben wir nämlich wieder Grundstrom. Und das sind ja 26 mal 2. Oder nee, 24 mal 2. Dann sind das 48 gleich wieder direkt. Das ist auch schön. Kann man aber machen. 48 Stromo für nichts und gar nichts, genau. Weißt du was? Wir sollten noch einen bauen. Ich sollte auch mal wieder Computerchips kaufen auf dem Weltmarkt. Wie viel Geld haben wir gerade eigentlich? Wir haben 100... Da können wir uns 5... Der Preis ist gerade gut. Warte mal, dann kauft ihr mal durchaus so 20 Stück. Kann man mal machen. 76.000 ist zwar etwas teurer, aber ich glaube, das kann man mal machen. Weil die sind uns nämlich gerade ausgegangen. Dann können wir nämlich jetzt gleich nochmal 2 RTGs bauen. Den Rest haben wir ja. Nischer War ist, glaube ich, eine schlaue Idee, das mal zu machen hier. Und dann haben wir jetzt erstmal einen schönen, stabilen Grundstrom. Immer schön den stabilen Grundstrom ausbauen. Das ist ganz wichtig. Lieber 2 RTGs als ein großes Solarpanel. Wie gesagt, man spart sich durch die RTGs halt auch die Wartung. Das kostet ja auch permanent Ressourcen. Und das will man ja eigentlich auch nicht dafür aufbringen. So, jetzt haben wir nochmal Batterie-Optimization. Da brauchen wir jetzt auch keine neuen Akkus mehr hinstellen. Das macht auch keinen Sinn mehr jetzt.
So, jetzt haben wir hier Beton und Stahl. Das ist gut. Lass das gleich auch mal machen noch. Senden. Was brauchen wir da? Da brauchen wir mal eine große. Ja, eine Rose. Und dann nochmal eine mittlere. Genau. So, und dann ist das auch erledigt. Dann sind wir ein bisschen Zeug losgeworden. Passt ja. Bisschen mal Zeug rauspacken. Bisschen Luft lassen hier mal im Dings, in den Lagern, ne? Dass da mal ein bisschen was durchkommt auch. So, wie schaut's aus? Ressourcenverarbeitung. Sieht sehr gut aus, muss ich mal sagen. Bin sehr zufrieden. Da rauscht doch alles ganz wunderbar durch. Silizium staut sich. Wenn wir nochmal Geld bekommen, können wir nochmal ein Upgrade machen. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Wie sieht's aus mit anderen Rohstoffen? Wir haben Mikrochips in einer okayen Menge. Wir haben die Teile hier. Da haben wir auch ganz viele jetzt. Da haben wir schon einen richtigen Puffer voll hier. Guck mal. Oh, der ist auch schon komplett voll. Moment, da brauchen wir noch ein Lager. Ich glaube, davon braucht man nämlich auch ziemlich viele langfristig. Dann kann das nämlich schon mal hier nachrutschen, damit die Produktion hier nicht stillsteht. Wobei das gar nicht schlecht ist, dass die stillsteht. So hatten wir nämlich auch mal ein paar Kohlefasern im Überschuss bekommen. Warum läuft hier eigentlich nicht? Ich glaube, wir brauchen mal ein paar Botaniker mehr noch. Stimmt, wir wollten ja hier auch noch Doppeldockbetten noch bauen. Warte mal. Und bauen mal da Doppelstockbetten noch hin. Das können wir jetzt mal machen, jetzt wo wir gerade nichts anderes zu tun haben hier. Ist ja nicht so, als hätten wir nicht noch tausend andere Sachen zu tun. Genau, guck mal. Lass das mal alles abreißen. Die Bettenanzahl hier müsste für die Kolonisten eigentlich ausreichen, die jetzt am Start sind. Und dann, genau, haben wir da mehr Möglichkeiten. Wir haben doch alle Materialien dafür, oder? Ja, müsste eigentlich alles da sein. Solange hier die Kohlefasern auch noch am Start sind, ist auch keine schlechte Idee, das mal zu machen. Weil wer weiß, wann die wieder im Mangel sind. 40 haben wir noch. Das müsste gerade so ausreichen für die Betten. Das ist durchaus möglich. Okay, die kann gebaut werden hier jetzt. Da fehlt jetzt Silizium. Ja, Silizium ist ein bisschen... ist leider Mangelware gerade. Weil hier noch die Öfen geupgradet werden müssen. Die sind immer noch zu langsam. Und wir haben gerade jetzt kein Geld. Aktuell muss ich mal schnell dafür sorgen, dass wir Geld bekommen noch. Wie sieht es denn hiermit eigentlich aus? Was haben wir denn hier noch? Oh, das ist ein guter hier. Das braucht zwar die Hälfte von unseren Chips. Dafür kriegen wir da eine schöne Menge an gelber Forschung. Das sollte doch passen. Dann kriegen wir Geld. Bau mal die Kolonistenforschungsstation, damit du umsonst Forschung bekommst. Ja, das könnte man auch mal machen eigentlich, ne? Ich hatte ja jetzt schon dieses Forschungsding freigeschaltet. Wo war denn das nochmal? Hier. Labor für Grundlagenforschung. Labor für... was brauchen wir denn dringender gerade? Wir brauchen die Grundlagen. Die Labor für Ingenieursforschung brauchen wir. Ich soll ein Lab bauen. Komm, wir bauen mal ein Lab. Ich kann es aber gerade irgendwie nicht. Warum nicht? Ach so, weil mir CPU-Kapazität fehlt. Na, warte mal. Das machen wir mal gerade noch nicht mit der Steigerung. Da würde ich vielleicht erstmal was Altes nochmal abreißen. Hier oben irgendwie mal. Vielleicht so ein paar von den Solarpanelen hier mal noch wegmachen. Wir haben ja jetzt RTGs bekommen noch. Der Tag ist zur Hälfte rum und wir haben 50%. Warte mal hier. Ah, sehr gut. Das reicht leider nicht für ein Raffinerie-Upgrade, aber wir haben ja noch einen Auftrag jetzt. Der müsste eigentlich jetzt schön Geld reinholen noch. Jawohl, der hat das Geld reingeholt. Warte. Wir brauchen hier dringend noch einen Dreierofen, der mit 400% den Spaß verarbeitet hier. Damit wir nochmal ein bisschen mehr Silizium bekommen hier. Ja, Silizium ist das Problem gerade. Auch beim Bauen ist es gerade ein Problem. Ich glaube, wir können es uns erlauben, dass wir mal ein paar Solarpaneele hier nochmal noch wegmachen. Ich mach mal... oh, Urgent Contract. Was haben wir denn da? 100, das? Ja, das können wir machen. Ah, das ist auf dem Mond. Okay, ja gut. Dann hervorragend. Ach ja, wie sieht es denn eigentlich jetzt, wo wir gerade beim Mond sind? Wie sieht es denn eigentlich da jetzt aus? Ist leider alles ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Fahren wir hier unten hin und scannen mal da unten noch. Research complete. Bohrergeschwindigkeit. Sehr gut. Die mobile Bohranlage ist gerade nochmal schneller geworden. Oh, oh, oh. Wir müssen auch mal wieder neues Zeug einreihen. Abbaueffizienz. Ja, warte mal. Das können wir auch gleich mal möglichst nach oben packen von dem Ding. Dass wir die mal noch gleich besser machen. Oh. Forschung mit Kolonisten ist überflüssig. Lieber produzieren und Aufträge. Ich glaube auch, ne? Also, weil du hast ja dann immer Leute, die da... weil das Ding ist... okay, das muss ich kurz erklären. Also, die Leute haben ja immer die Wahl, was sie machen. Selbst ein Botaniker kann, wenn kein Botanikauftrag zur Verfügung steht,
weil vielleicht alle anderen Botaniker schon an den Beeten stehen, kann der die Fabrikanlagen boosten. Und damit produzierst du ja dann am Ende wieder mehr. Und damit kannst du mehr exportieren, mehr Aufträge machen, mehr Geld verdienen und mehr Forschung bekommen. Das ist tatsächlich lukrativer als diese Labore, weil bei den Laboren wird ja die Arbeitskraft der Kolonisten dann eben dort gebunden, wo sie Forschung dann generieren. Aber du produzierst ja dadurch dann nicht mehr. Du hast halt mehr Flexibilität, wenn die Leute ihre Steigerungen in die Produktionsanlagen stecken. Selbst wenn das Wissenschaftler machen, die jetzt da vielleicht keinen hohen Output generieren. Ja, aber es ist trotzdem unterm Strich besser. Das sieht man ja hier. Ich habe diese Anlagen hier, diese beiden, habe ich auf höchste Prio gemacht, sodass die immer geboostet werden. Egal von wem. Und dadurch habe ich halt hier ein volles Lager von diesen Teilen jetzt, von den Nanoröhren. Da hatte ich vor ein paar Episoden noch einen riesen Mangel gehabt. Jetzt auf einmal weiß ich nicht, wohin mit den Dingern. Ich muss die ja noch einstellen, sehe ich gerade. Jetzt auf einmal weiß ich nicht, wohin mit den Dingern, weil einfach so viel produziert wird davon. Ja, weil das einfach so effektiv läuft. Und damit kann ich jetzt auch natürlich diese Aufträge erfüllen, wenn da halt das angefragt wird. Die Dinger, ja, da kann ich das jetzt halt machen. Vorher konnte ich das halt nicht, weil ich da einfach nicht genug bekommen habe davon. So, warte mal, jetzt müssen wir hier nochmal ein bisschen schauen wegen unseren Quellen. Hier sind nämlich einige auch schon wieder am Leergehen. Das ist nämlich gar nicht gut. Hier ist nämlich schon leer. Die können wir nämlich auch mal abreißen eigentlich, wenn die leer sind, weil dann sparen wir uns Förderbänder, wir sparen uns Strom, weil die müssen ja nicht laufen, wenn sie nichts mehr raushauen. Die hier ist auch nicht mehr benötigt. Die können wir auch abreißen. Oh, und damit können wir auch dieses Band hier wegmachen. Und das ist dann auch nicht mehr, das stört dann nicht mehr. Was waren das eigentlich für. Ich meine, hier können wir ja auch mal das Eisendeposit gleich noch mit benutzen. Warte mal. Hätte ich vielleicht das Band jetzt gar nicht abreißen brauchen. Wa? Kriegen wir das da mit drauf zufällig noch? Geht das noch? Ja, das geht sogar. Der Wahnsinn. Aber warte mal, vielleicht in die Richtung ausgeben. Geht das? Nee, es geht nicht. Das ist blockiert. Genau, mach's mal so. Und dann, warte. Stromomo ran, genau. Und dann machst du gleich noch ein Upgrade. Wie viel ist denn das hier? Das ist 17.000. Ja, warte mal, da können wir doch gleich noch ein zweites Upgrade machen. Urgent Contract, was haben wir? Treibstoff und die Teile. Ja, können wir machen, können wir gleich annehmen direkt. Auch wieder auf dem Mond. Toll, da sind meine beiden Transporter jetzt direkt blockiert. Hervorragend, sauber. Ist der denn schon auf dem Weg, der andere? Ich hoffe, warten auf Transport. Wo ist jetzt der zweite Transport? Habe ich den nicht. Ah, der muss erstmal wieder hinfahren. Hä, das verstehe ich jetzt nicht. Den habe ich doch vorhin schon ausgelöst. Warum chillt der da rum? Du hast den falschen beauftragt. Wieso kann ich überhaupt den falschen beauftragen? Was ist das denn? Das sind so kleine Fallen, die absichtlich eingebaut werden im Interface, damit du halt dann das Falsche machst, weil es schnell gehen muss. Und dann checkst du das gar nicht, dass es das Falsche ist. Tolle Wurst, ganz klasse. So. Dann hoffe ich mal, dass das jetzt erledigt wird. Du hast die nicht auf Leerlauf beantragt. Ja, aber was ist jetzt eigentlich? Jetzt ist ja das Ding belegt mit dem Auftrag. Kommt der andere jetzt trotzdem noch? Ja, der kommt trotzdem noch. Okay, dann hoffe ich jetzt mal, dass meine Drohnen das jetzt schnell machen. Na Gott sei Dank habe ich das jetzt noch mitgekriegt, ey. Das wäre jetzt lustig gewesen. Ich hoffe, die Ressourcen sind dadurch nicht weg. Da war, glaube ich, gar nichts reingeliefert worden. Ich hatte ja gerade noch mal draufgeklickt. Da war ja auch nichts drin. Deswegen habe ich mich so gewundert halt. Da wurde ja niemand beladen, da ist ja nie einer reingefahren, deswegen. Wir werden es ja sehen. Aber ich meine, gut, das wären jetzt keine Riesenmengen, die da weg sind, ne? Vielleicht beim Treibstoff ist es vielleicht dann ein bisschen, aber ja. Die anderen Sachen sind ja jetzt nicht viel. So, wenn der dann wieder frei ist, wenn der dann rausgefahren ist, müsste der andere ja für den nächsten Auftrag dann gleich reinfahren. Das muss ich dann gleich überprüfen, dass der da auch wirklich reinfährt. Man muss wirklich auf alles aufpassen, ey, ich sag's euch. Alles auf dem Schirm behalten. Darf hier nicht irgendwie. Okay, der fährt jetzt los. Genau. Jetzt müsste der andere kommen. Der ist jetzt ja schon auf der Karte. Genau. Der müsste jetzt da. Ach, Mann. Nein. Der müsste da jetzt eigentlich rein. Genau, der fährt jetzt da rein und da wird jetzt der andere Auftrag erledigt. Genau. Hervorragend. Fliegender Wechsel nennt sich das. Nicht, dass die Aufträge hier nicht erfüllt werden. Das ist jetzt natürlich blöd, weil das dauert jetzt natürlich eine ganze Weile. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall auch nochmal einen Auftrag annehmen, der nicht auf dem Mond stattfindet. Weil sonst kriegen wir ewig kein Geld, Mensch. Mikrochips nochmal raushauen. Ja. Geht schnell beim Verladen. So. Und mehr können wir, glaube ich, eh nicht annehmen. Jetzt haben wir ja schon einen dritten.
Es ist Nacht und du wolltest Sola demontieren. Ja, so, so lala. Warte, machen wir gleich. Machen wir mal zwei weg. Das müsste genug CPU-Kapazität freiräumen eigentlich normalerweise. Toll, jetzt fallen die ganzen Batterien aus. Wollt ihr mich eigentlich rollen? Jetzt gerade, wo Nacht ist, fallen die ganzen Batterien aus und müssen alle gewartet werden. Das ist auch geil. Jetzt kommt noch ein Urchin. Ja, genau. Jetzt, wo ich gerade meinen ganzen CPU-Kram raus... meine Platine... Ihr wollt da hier... Ihr wollt mich doch hier auf den Arm nehmen, ey. Ohne Witz. Ihr wollt mich doch hier alle rollen. Was ist denn hier jetzt mit dem... Ist er jetzt da drin? Ja, der ist jetzt da drin und der wird jetzt auch voll gebaggert. Hervorragend. Und der Auftrag ist auch schon durch jetzt direkt. Nice, okay, passt doch. Erledigt? Jawohl, erledigt. Sehr schön. Wunder, nice. Okay, warte, mal schnell runtergehen hier. Wie sieht's denn jetzt auf der Mondoberfläche mit dem Scan aus? Okay, wir haben hier seltene Erden, ein paar Hotspots und... Oh, was ist das für ein Freudenanblick? Das ist richtig viel Titan, alter Schwede. Aber leider wieder nur so neben dem... seltenen Erdending. Warte mal, wir schicken den mal noch hier hin und scannen hier mal noch. Und der kann aber trotzdem schon mal da hinfahren. Oh, das ist aber auch krass, ne? Gibt es da irgendwie zufällig eine leichte Überschneidung? Guck mal, wenn man ihn hier minern lässt, an der Kante, dann hat er noch so ein bisschen seltene Erden noch mit drin. Das ist aber dann nur grün. Ja, schön wäre es halt rot seltene Erden und rot Titan. Das wäre wirklich das Beste, was wir finden könnten. Schon wieder ein Urgent Contract. Kann ich nie machen, geht nicht. Aber wir können mal versuchen, Aluminium loszuwerden noch. Jetzt, wo ja da der eine Auftrag auch durch ist. Warte mal. Aluminium, wer will denn hier? Hier! Oh ja, das ist mal ein guter Auftrag. Das können wir aber machen. Alles muss raus. Hier mit einer schnellen Frachtkapsel, dann ist das erledigt. Guckt euch das an. Das gibt 100.000 oder so. So, jetzt haben wir ja wieder Geld. Haben wir jetzt genug Geld, um nochmal ein Stufe 3 Update hier zu machen? Nee, uns fehlt ein kleines bisschen Kohle noch. Bisschen sparen müssen wir noch. Man muss hier bei dem Spiel echt gucken, dass man nicht irgendwas aus den Augen verliert, was man eigentlich machen wollte. Hier ist jetzt zum Beispiel auch wieder Forschung einzureihen. Hier machen wir noch ein Upgrade für die Effizienz der Fabrik. Das ist auch eine gute Sache, kann man auch mal machen. Jetzt rutscht auch mal wieder Alu nach. Die waren nämlich, glaube ich, auch schon vollgelaufen hier so langsam. Die müssen wir auch mal upgraden hier. Warte mal, die können wir mal upgraden. Die sind ja noch nicht mal auf Stufe 2 hier. Das können wir mal machen. Nicht, dass uns hier noch das Alu sich nach hinten wegstaut dann. Das wollen wir ja auch nicht. Das Band hier ist schnell genug? Ja, das ist schnell genug. Alles gut. So, der Auftrag müsste gleich durch sein eigentlich. Sollte eigentlich bald durch sein. Und ich hoffe, die Mondaufträge sind... Okay, die sind beide auf dem Weg. Das sieht erstmal gut aus. Die sind beide dahin auf dem Weg, wo sie hin sollen. Können wir uns nochmal ein RTG leisten? Ja, warte mal, das können wir uns auch gleich nochmal leisten. Ich brauche mehr Energie. Komm, wir bauen noch eins. Dann fehlen uns zwar ein bisschen die Nanoröhren, aber egal. Jetzt können wir ja auch nochmal, stimmt, jetzt können wir ja nochmal einen Botaniker auch reinholen. Warte, das können wir auch gleich mal machen. Klonisten Hiring. Habe ich noch Geld jetzt gerade? Warte mal, wie viel Geld habe ich? 24.000, okay. Sollte vielleicht doch erstmal warten, bis der Auftrag fertig ist mit dem Anheuern von weiteren Kolonisten. Sonst könnte es sein, dass das Geld ins Minus geht und das wollen wir natürlich nicht. Ich glaube, du brauchst nochmal zwei Fahrzeuge. Nee, das ist jetzt einfach ungünstig, weil ich einfach jetzt gerade blöderweise zwei Mondaufträge angenommen habe. Zwei Mondoberflächenaufträge. Normalerweise stehen die ja nur rum und langweilen sich. Also ich glaube nicht, dass ich noch mehr Fahrzeuge brauche. Ich komme mit den zweien durchaus erstmal klar. Später dann, wenn wir dann den großen Auftrag für die Laserkanone noch mit zusätzlich wuppen müssen oder noch mehr, weitere Missionen auf der Mondoberfläche noch bekommen, unabhängig von den Aufträgen, dann brauchen wir nochmal Fahrzeuge, dann reicht es nicht mehr aus. So, jetzt kriege ich Geld. Geld, 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 Geld. Genau, 200.000, jawohl. So, jetzt holen wir uns nochmal Klonisten. Hier gleich mal einen Botaniker, einen Chefkoch könnten wir uns eigentlich auch gleich nochmal holen. Mediziner brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber auf jeden Fall Botaniker. Die beiden brauchen wir auf jeden Fall noch. So, würde ich sagen, mieten, genau, hier, ihr Mietnomaden, kommt mal her hier und dann lasst euch mal hier eintakten gleich, genau, hervorragend.
Haben ist besser als brauchen. Ja, aber das kostet halt wieder Geld auch. Ich möchte jetzt erstmal kein Geld weiter ausgeben. Denn wir brauchen hier eher nochmal Upgrades. Oh, jetzt geht's eigentlich hier mit dem Durchsatz. Wir brauchen jetzt eher eine stabile Ressourcenversorgung erstmal. Das ist jetzt wichtiger als anderer Spaß. Oh, 270.000. Nee, das ist zu teuer. Warte mal, das hier 10.000. Warte, da können wir noch einen draufsetzen hier. Wir können noch einen draufsetzen direkt. 39.000 Einheiten. Okay, das ist mal eine für einen Stufe 3er. Definitiv. Nicht schlecht. Hatten wir nicht noch irgendwo Siliziumquelle? Irgendwo war noch eine Siliziumquelle gewesen, die wir nicht angelutscht hatten. Mal noch mal schnell gucken, ob die noch alle was haben. Der hat noch was. Der hat auch noch was. Ob wir noch irgendwo welche haben, die leer sind. Der hier, der hat auch noch. Der hat auch noch, aber nicht mehr allzu viel. 5000 noch. Dann ist er weg vom Fenster. Der hier, der hat auch nicht mehr so viel. 5000 auch nur noch, dann ist er auch weg. Der ist schon weg hier, der hat nichts mehr, okay. Ich reiß den jetzt einfach mal ab, aber ich lasse mal das Förderband noch stehen, weil hier ist ja noch eine Quelle, die man da noch nutzen könnte, nicht wahr? Ist vielleicht schlau, wenn man dann gleich das Förderband benutzt, was da noch ist. Es verbraucht ja keine Rohstoffe, wenn das da nur ist. Und an dieser Stelle endet diese Folge The Crust. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Und abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu The Crust, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielware mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr könnt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis unterstützen. Das ist eine sehr coole Möglichkeit, meinen Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao.